Dieses Video ist kurz, hat aber ein komplexes Thema zum Gegenstand. Es geht um die beidseitig zu vertretende Unmöglichkeit. Bislang hatten wir uns mit Konstellationen befasst, in denen die Unmöglichkeit entweder vom Schuldner zu vertreten war oder weit überwiegend vom Gläubiger zu vertreten war. Was waren dann noch einmal die Rechtsfolgen? Wir rekapitulieren. Hat der Schuldner die Unmöglichkeit zu vertreten, so erlischt der Leistungsanspruch nach § 275. Außerdem erlischt der Gegenleistungsanspruch nach § 326 Absatz 1 Satz 1 und es entsteht ein Schadensersatzanspruch des Gläubigers auf Schadensersatz statt der Leistung nach den § 280 Absatz 1 und Absatz 3 283. Wie sieht es jetzt aus, wenn das Leistungshindernis weit überwiegend vom Gläubiger zu vertreten ist? Auch in diesem Fall erlischt der Anspruch auf die Leistung nach § 275. Allerdings bleibt der Gegenleistungsanspruch erhalten. § 326 Absatz 2 Satz 1 enthält nämlich eine Ausnahme von dem Prinzip, dass der Gegenleistungsanspruch ebenfalls erlischt. Nach dieser Anspruchserhaltungsnorm darf der Schuldner vom Gläubiger weiterhin die Leistung verlangen, allerdings unter Anrechnung eventuell von ihm ersparter Aufwendungen. Von einer vom Gläubiger weit überwiegend zu vertretenden Unmöglichkeit geht man dann aus, wenn der Gläubiger zu 80 bis 90% mindestens verantwortlich ist für das Eintreten der Unmöglichkeit. Natürlich gibt es aber auch Konstellationen, in denen zwar ein Beitrag des Gläubigers eine Rolle gespielt hat, aber die Verantwortung der Parteien vielleicht ungefähr 50-50 verteilt ist. Die Konsequenzen der beidseitig zu vertretenden Unmöglichkeit sind im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Die Rechtsfolgen sind auch umstritten. Allerdings lassen sich die Rechtsfolgen meines Erachtens durch eine saubere Gesetzesanwendung durchaus herleiten. Deshalb stelle ich Ihnen im Folgenden nur die Auffassung vor, der ich selbst folge. Aus den Paragraphen 275 und 326 Absatz 1 Satz 1 ergibt sich, dass sowohl der Leistungsanspruch als auch der Gegenleistungsanspruch ausgeschlossen sind. Allerdings können gegenseitige Schadensersatzansprüche entstehen. Und in diesem Kontext möchte ich Sie noch einmal auf die Regelung des Paragraphen 254 BGB hinweisen, die wir nur einmal kurz bislang angesprochen hatten. Wir werden auf Paragraph 254 im Kontext des Schadensrechts dann später noch einmal näher zurückkommen. Stoppen Sie doch bitte einmal kurz das Video und nehmen Paragraph 254 Absatz 1 zur Hand. Dort heißt es: Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist. Betrachten wir nun die gegenseitig entstehenden Schadensersatzansprüche, so kommt zunächst ein Schadensersatzanspruch des Gläubigers gegen den Schuldner in Betracht, und zwar wegen der vom Schuldner zu vertretenden Unmöglichkeit nach den Paragraphen 280 Absatz 1 Absatz 3 283. Dieser Ersatzanspruch ist allerdings nach Paragraph 254 Absatz 1 BGB, um die Mitverantwortungsquote des Gläubigers zu kürzen. Denn es handelt sich ja um einen Fall der beidseitig zu vertretenden Unmöglichkeit, das heißt also, auch der Gläubiger hat die Unmöglichkeit zu vertreten. Gleichzeitig entsteht aber auch ein Schadensersatzanspruch des Schuldners. Denn aufgrund der von beiden Parteien zu vertretenden Unmöglichkeit verliert ja nicht nur der Gläubiger seinen Leistungsanspruch, sondern der Schuldner nach § 326 Absatz 1 Satz 1 auch den Gegenleistungsanspruch. Worauf dieser Schadensersatzanspruch des Schuldners zu stützen ist, ist ein bisschen umstritten, also entweder direkt auf § 280 Absatz 1 oder man nimmt den § 283 noch mit hinzu. Egal wie, auch dieser Ersatzanspruch des Schuldners ist, um die Mitverantwortungsquote des Schuldners zu kürzen, nach § 254 Absatz 1. So, jetzt haben also beide Parteien einen Schadensersatzanspruch gegeneinander und diese Ersatzansprüche sind dann jeweils miteinander zu saldieren. Weil das jetzt ziemlich abstrakt war, sehen wir uns das anhand eines Beispiels an.
K bestellt bei V eine Maschine zur Herstellung von Werkzeugen zu einem Kaufpreis von 500.000 Euro. Vereinbart wird, dass V die Maschine vor der Lieferung im Betrieb des V anhand von Material erprobt, welches der K liefern soll. K versäumt es allerdings, dieses Material zur Verfügung zu stellen. Und V verkauft die Maschine frustriert zu einem Preis von 420.000 Euro an D weiter, der die Maschine bei sich installiert und nicht wieder herausgeben will. Es ist jetzt hier davon auszugehen, dass der V den K keine Frist gesetzt hat, wie das eigentlich erforderlich gewesen wäre. K wiederum beschafft sich jetzt die Maschine anderweitig und muss hierfür einen Kaufpreis von 600.000 Euro bezahlen. Frage: Welche Ansprüche haben die Parteien gegeneinander, wenn man von Verantwortungsanteilen von jeweils 50% ausgeht? Nun, zunächst einmal sind die beiden Primärleistungsansprüche erloschen. Der Anspruch des K gegen V auf Übergabe und Übereignung der Maschine ist nach § 275 Absatz 1 wegen Unmöglichkeit erloschen. Und gleichzeitig ist der Anspruch des V gegen K auf Zahlung des Kaufpreises nach § 326 Absatz 1 Satz 1 erloschen. Es bleiben damit nur gegenseitige Schadensersatzansprüche. Zunächst kommt ein Anspruch des K gegen V aus den § 280 Absatz 1 Absatz 3 283 in Betracht, weil es V nämlich nicht möglich ist, die Maschine zu liefern. Und wie im Sachverhalt vorgegeben, hat V diese Unmöglichkeit auch zu vertreten. Der Umfang des Schadensersatzes beträgt 100.000 Euro. Das ist nämlich die Differenz zwischen dem Preis und den Kosten des K aus dem Deckungsgeschäft. Allerdings ist dieser Schadensersatzanspruch um 50% zu kürzen, weil ja auch den K eine Mitverantwortung an der Unmöglichkeit trifft. Das heißt also, ein Anspruch des K gegen V entsteht in Höhe von 50.000 Euro und es handelt sich hierbei um einen Schadensersatzanspruch statt der Leistung nach den § 280, 283. V sagt nun aber: Moment mal, ich habe ja auch einen Verlust, nämlich mein Gegenleistungsanspruch ist entfallen und hieran trägt K eine erhebliche Mitverantwortung, denn K hätte das Material zur Erprobung der Maschine liefern sollen. In Anbetracht dieser Mitverantwortung des K entsteht ein Schadensersatzanspruch des V gegen K. Der Schaden des V beträgt hier 80.000 Euro. Allerdings ist dieser Schaden zu kürzen um 50%, weil nämlich V ebenfalls eine Mitverantwortung an dem entstandenen Schaden trifft. Das heißt also, V hat gegen K einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 40.000 Euro. Und diese beiden Schadensersatzansprüche verrechnen wir jetzt miteinander. 50.000 minus 40.000 beträgt 10.000, das heißt, K hat noch einen Anspruch auf Schadensersatz gegen V in Höhe von 10.000 Euro. Kurz und knapp zusammengefasst: Die Rechtsfolgen der beidseitig zu vertretenden Unmöglichkeit sind umstritten. Meines Erachtens ist die folgende Lösung angemessen. Der Leistungsanspruch des Gläubigers erlischt nach § 275. Der Gegenleistungsanspruch des Schuldners erlischt nach § 326 Absatz 1 Satz 1. An deren Stelle treten Schadensersatzansprüche der Parteien, wobei jeder dieser Schadensersatzansprüche um den Mitverantwortungsanteil des Anspruchinhabers nach § 254 Absatz 1 zu kürzen ist. Abschließend sind die beiden Ersatzansprüche zu saldieren. Auf diesem Wege können sowohl die den beiden Parteien entstandenen Schäden als auch die Mitverantwortungsquoten angemessen berücksichtigt werden.